Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, bei Crusader Kings 2 mit der Handelsrepublik Venedig. Wir sind wieder zurück hier in diesem Krieg gegen den heiligen römischen Kaiser, der hier Schlacht um Schlacht verloren hat und jetzt versucht, erneut Veglia zu besetzen. Wir werden ihm hoffentlich hier mit genügend Truppen zuvorkommen. Aber das Ganze ist, wie gesagt, nach wie vor kein Selbstläufer. Wir müssen immer wieder Truppen auflösen. Wir verlieren auch ein bisschen Geld. Aber langfristig müssen wir das schaffen. So, ein Bildungsschwerpunkt für Hodierne, für die Tochter von Almwächter. Ja, das sieht mir doch nach Diplomatie aus, was sie hier als Laufbahn wählt. Sehr schön. So, 10 kleine Nachrichten, Belagerung, bla bla bla. Das kennen wir alle schon. Uns geht es hier um die Schlacht und die sollten wir eigentlich locker gewinnen gegen zwei unbesetzte Flanken sowieso. Das sieht gut aus, das freut mich. So, jetzt sind hier aber allerdings auch schon 1500 Soldaten wieder drin. Aber wir haben den Kaiser erneut besiegt. Er flieht erneut und wir können hier Veglia locker wieder zurückerobern. Zurückerobern. Und fertig ist die Nudel hier. Ja, 13,75% durch die Eroberung. Er ist am Fliehen, wenn wir schnell genug sind. Ich weiß gar nicht, warum wir hier nur noch 33 Galeeren ausheben können. Das hat sicherlich auch irgendwelche Gründe. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch 16.000 überhaupt transportiert bekommen? Fragezeichen. Nee. Da müssen wir schon mit den Vasallenflotten, müssen wir hier agieren, um überhaupt noch genug. Nee, alle nach da bitte. Um überhaupt noch genug hier reinzukriegen, glaube ich. Achso, und die können wir auch noch nehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt noch brauchen. 161 Mann stehen hier oben auch noch rum, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, das reicht nicht, 130, ne? Ne. Schade. Das ist ärgerlich, denn um die hier wegzukriegen, sind mir also die Hälfte 8000, das könnte gerade reichen, aber. Boah, wie viel sind das denn hier? 30 nochmal. Ja, das reicht auch noch nicht ganz. Verdammt, wo kriegen wir jetzt noch Schiffe her? Hier unten haben wir noch welche. Und das dauert jetzt natürlich, bis wir die haben. Das ist ärgerlich, wenn er bis dahin noch schaffen sollte, die Belagerung abzuschließen. Das wäre äußerst unpraktisch. Wir verlieren jetzt auch jede Menge Geld. Das ist alles nicht sehr schön. Also noch ist das Thema hier nicht durch, auch mit 65% Kriegsstand. Er verliert jetzt ein paar Truppen, das ist schön. Aber wie gesagt, ich kann die hier nicht transportieren, solange die 18 Galeere nicht da sind. Kommt schon, beeilt euch. Jawohl. Zusammen. Auf die Schiffe und Angriff. Und dann haben wir das hoffentlich gleich hinter uns. Jawohl. Ja, das ist ja easy hier. Oh, wir wurden aber von einem tapferen Feind verstümmelt. Nein, nicht, dass der sofort stirbt hier. Oh nein. Auf Lebzeiten verändert. Wir sind übel zugerichtet. Oh, Himmels Willen. Nein, minus 2 und minus 3, so minus 5. Oh, das könnte der Tod von Almwächter sein. Direkt. Oh, was für ein Pech. Was für ein Pech in der Schlacht hier. Oh mein Gott. Ja, schön, dass wir gewonnen haben. Das hilft uns jetzt viel. Nämlich genauer gesagt, überhaupt gar nichts. Auch die 70% hier. Wenn wir die Forderungen erzwingen, dann bekämen wir. Naja, wir bekämen halt eine Menge Geld. Aber ich glaube, wir haben aktuell. Ja, ich glaube, begnügen wir uns mit dem Weißen Frieden. Das Ding ist halt, wir könnten jetzt schon wieder sterben. Ich meine, das hat zwar für den Krieg keine wirklichen Auswirkungen mehr, aber um Himmels Willen. Jetzt muss er erstmal weg von der Armee. Nee, wir machen den Weißen Frieden. Das ist mir hier zu heiß. Vielleicht hätten wir 100% noch geschafft, aber ja, Weißer Frieden. Das ist mir zu risikoreich. Garant der Friedensreichsentwicklung. Ja, ich glaube, wir staffeln jetzt mal ganz schnell um. Das ist die Armee von Adalberto. Das müsste hier die. Das müssten hier auch die. So, du versuchst erstmal hier Truppen auszubilden. Okay, so. Ja. Wir müssen jetzt auch wieder sehen, dass wir. Genau, das Gefolge wieder hochbringen. Das kostet uns ja viel Geld. Boah, aber das ist jetzt echt heiß. Wir könnten übrigens.
Patrizia Luigi von die Maltraversi einkerkern für 82%. Bringt nicht so viel, aber hey, mein Gott. Hinter Schloss und Riegel, warum denn nicht? Irgendwie hat er schon wieder gegen uns geschemt, glaube ich. Aber so ist das. Ja, der Herzog von Böhmen, der Ruprecht, den könnten wir vielleicht aushandeln. Na, für 145 Gold. Warum denn eigentlich nicht? Das Gold können wir aktuell sehr gut gebrauchen. Und das macht er auch. Foggia Lagerfieber. Irgendwer wollte irgendeinen Candiano töten. Ja, Gauthier. Lazzarino von Diocra. Das heißt, auch ihn werden wir jetzt mal ab in den Kerker bringen. Da kennen wir überhaupt keine Gnade. Das heißt, die Intrige ist gleich weg. Sehr schön. Brunhilde de Ponthieu wird von diesen Leuten hier versucht umzubringen. Okay. Naja. So. Intrigen haben wir aktuell nicht im Blick, glaube ich. Ja, das ist alles sehr... Hoffentlich geht das hier weg, ohne dass wir sterben. Schwer verletzt, übel zugerichtet, vernarbt waren wir ja vorher schon. Also ich weiß nicht, ob wir nicht doch eher uns jetzt auf, ich weiß nicht, auf die Familie konzentrieren. Also Krieg ist jetzt ja für uns aktuell überhaupt nicht in Reichweite. Und auch Jagd ist jetzt ja mit übel zugerichtet und schwer verletzt. Das geht irgendwann weg. Ich glaube, aktuell ist das alles nicht so. Ich glaube, wir gehen tatsächlich ähnlich wie sein Vorgänger hier auf den Familienfokus. Da können wir nicht bis 25. April. Welches Jahr? 25. April 1095. Ja, 4 Jahre noch. Gut, dann können wir da unsere Gesundheit auch nicht mehr boosten. Schade. Das könnte hier schon... Ja, ich habe es erwähnt, das ist unglücklich. Also so viel Pech haben wir auch echt selten gehabt. Der hatte 4 persönliche Kampffertigkeit und wird trotzdem übel zugerichtet. Oh, ist das ärgerlich. Da sterben uns die Leute wieder weg wie die Fliegen hier. Er starb fürchterlich entstellt. Almwächter war stets gemäßigt und gab sich niemals niederen Gelüsten hin, immerhin. Da kann sich jetzt der Kuhsitter ein bisschen freuen, aber andererseits wird er auch viel weinen, glaube ich. Jenseits ist er nun auf alle Zeiten mit dem Herrn vereint. Gauthier, so hundsfeige wie er ist, werden die Untertanen ihn wohl kaum respektieren. Lang lebe durch lauter Toge, Gauthier. Oh Gott. Ja. Oh Mann. Das ist ja echt schade. Ja, da müssen wir uns jetzt wieder drum kümmern. Alles nochmal. Du wirst auf jeden Fall kein Anführer werden, mein Freund. Das kannst du schon mal knicken. Verdammte Axt. Er ist stolz, feige. Immerhin gelehrter Theologe. Ich glaube, dann wird er das fortführen. Ich weiß, er hat allerdings noch keine Kinder mit ihr. Wird er jetzt sich erstmal auf Familie fokussieren? Ist das rechtfertigungsfähig? Ich meine, er ist ja noch ganz jung. Ich glaube, ich weiß... Er ist ein gelehrter Theologe. Was macht er denn hier? Er ist stolz. Feige und ein Theologe. Da ist ja noch gar nichts richtig drin zu sehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt irgendeine Ambition? Größerer Art? Schwierig aktuell. Bin echt ein bisschen... Müssen wir schon wieder einen Hofarzt für Geld suchen? Das ist ja schrecklich, ey. Naja, erstmal müssen wir einen ernannten Nachfolger suchen. Jetzt bleibt uns ja nur noch Raoul übrig. Auch wenn der uns nicht besonders mag, aber was sollen wir machen? Wir haben nur noch einen mit 13. Oh Mann. Ernannter Regent. Könnte die Mutter sein, Hodierne. Ja, die auf jeden Fall. Das ist... sein Bezugspunkt ist anscheinend seine Mutter hier. Auch ganz interessant. So, Hofarzt müssen wir gleich mal gucken. Ja, der Nachfolger. Wir haben ja noch keinen gefunden. Das ist jetzt echt ärgerlich. Also ohne Nachfolger wird das hier eine richtig schwere Geschichte. Wir brauchen einen neuen Marschall. Ja, natürlich wieder Alberto. Der wird es natürlich nicht ewig mehr machen. Aber der ist aktuell am besten dazu geeignet. Neuen Hofspitzel. Germano mag mich nicht besonders. Der ist natürlich auch neidisch. Aber was willst du machen? Der soll erstmal intrigieren. Unser Hofprediger geht wieder auf Bekehrungsreise. Ja. Oh mein Gott, ist das spannend. Aber auch gleichzeitig bitter. Eine Ambition. Ja, ich denke auch, wir wollen erstmal einen Erben heranziehen. Das ist auf jeden Fall unser erstes Ziel hier ohne Kinder. Aber was für einen Fokus wählen wir jetzt hier aus?
Das ist wirklich ziemlich. Pff. Also außer Kriegsfoki, die kommen nicht in Frage, weil er feige ist, auch auf die Jagd wird er nicht gehen. Und ich würde sogar behaupten, auch Verführung kommt für ihn nicht wirklich in Frage. Wenn er ein feiger Charakter ist, wird er dann nicht der große Frauenaufreißer werden. Er ist stolz. Vielleicht Herrschaft als erstes. Oder wird er sich wirklich von Anfang an der Theologie widmen? Könnte ich mir halt vorstellen, weil er halt ein gelehrter Theologe ist. Ich glaube, er wird sein Studium der Theologie auf jeden Fall erstmal fokussieren. Ich denke, das ist für ihn richtig und wichtig. Kronenfokus im Venedig, ich denke mal, da gibt es keine zwei Meinungen. Das müssen wir eigentlich kaum auswählen. Baron Mario von Conversano mit der Baroness Rodelinda hat hier irgendwie Marco Candiano als Nachfolger. Ist das sein Sohn? Wieso ist das eine problematische Geschichte? Da unten? Ja, so what? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was ihm das so ärgert. Ja, aktuell ist es Raoul. Den haben wir ausgewählt und Raoul braucht auf jeden Fall jede Menge neues Prestige. Das werden wir ihm geben durch niedere Titel. Er wird dann auf jeden Fall Großadmiral. Raoul? Where are you? Ach, der ist schon staatlicher Inquisitor. Prestige 1,2, Prestige 1,8. Na gut, da muss er mit weniger Prestige klarkommen. Also ihm den jetzt zu entziehen, den Titel, ist ja auch irgendwie Quatsch. Der ist jetzt staatlicher Inquisitor, dann bleibt er das auch. Na gut, und dann müssen wir uns nochmal nach einem Hofarzt umschauen. Der alte Piratenbeinige, der hat ja nicht wirklich was zu tun gehabt bei uns. Der ist schon wieder weg. Meine Güte, was ist das hier für eine wilde Zeit hier im Let's Play. Wir haben jetzt einen neuen Erben natürlich, aber Kindheitsfokus von Amédée. Gucken wir mal. Pflicht. Das klingt gut, obwohl er hat null Verwaltung bisher. Naja, wir brauchen wieder ganz viel Wahlkampffonds. Oh Leute, das letzte Geld muss ich noch ausgeben, damit der überhaupt mein Nachfolger ist. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht direkt oder so. Also bei meinem Glück gebe ich hier keine Vorhersagen mehr ab. Aber immerhin, wir konnten den Anspruch des Kaisers wenigstens abwenden hier. Das ist das Einzige, was ich momentan so ein bisschen... Und die Aufstände hier. Ja gut, wir haben hier Unruhe unter Bauern und wütende Bauern. Das ist natürlich doppelt doof. Deswegen war hier in Raschka auch doppelt was ausgebrochen. Zweimal hintereinander weg. So, eure Kundschafter berichten von einem einäugigen Mann, der kürzlich in Venedig eingetroffen ist. Der wird vom einfachen Volk Jekunak der Weise genannt und scheint mit erstaunlichem Wissen gesegnet zu sein, mit welchem er zu beeindrucken und zu helfen weiß, wo auch immer er auftaucht. Für viel Gold, naja, 315 habe ich nicht, kann ich nicht, Pech, muss ich warten, bis ich wieder Geld habe, wie ärgerlich. Und jetzt haben wir auch noch wegen der blöden Aufwerterei unseres Gefolges kein Geld. Oh. Das ist aber jetzt wirklich ärgerlich, dass wir da nichts machen können gerade. Keinen Hofarzt, das ist gefährlich. Vor allen Dingen mit den vielen Krankheiten, die immer hier bei uns ausbrechen. Also das ist... Und wir können uns gar nicht wirklich um unsere Handelszonen hier kümmern. Das ist alles sehr, sehr zurückgefahren in den letzten Jahren, aus guten Gründen. Der pommersche Revoltentyp Krzeslaw, der Säufer, möchte... Sophie de Morois mit Prinz Sobieslav verheiraten. Die muskulös lüsterne Sophie, die an unserem Hof verweilt. Nein. Wenn, dann will ich die selber irgendwo verheiraten, meinen Freund. So, wir haben hier einen Valeron. Der hat schon eine Gattin, okay. Ich guck mal gerade nach. Der Raoul ist 15. Ja, den können wir bald verheiraten. Da können wir schon mal Verlöbnis machen, oder? Patrizia nicht. Wo war sie denn? Ach, jetzt werden mir hier andere auch noch angezeigt. Nee. Warte mal, Verlöbnis arrangieren. Ehrenswift wäre noch da, aber die mögen wir ja so gar nicht. Die Sophie hier. Die verheiraten wir doch direkt mal mit Raoul. Mit unserem Verwandten hier. Gute Idee. Gute Idee, das machen wir auf jeden Fall. Sehr schön. So, ich werde mir mal hier ein bisschen Kaffee eingießen, den ich hier nebenbei aufgestellt habe für meinen
doch ziemlich in Aufnahmemarathon, den ich heute mal gestartet habe. Damit ich mal ein bisschen im Voraus aufgenommen bekomme. Und nicht immer so stückchenweise alle paar Tage immer wieder neu aufnehmen muss. Oh, so, quietsch macht es da. Ja, wir werden uns jetzt aktuell auch aufgrund von Geldmangel hier nicht ums Kardinalkollegium mehr großartig kümmern können. Das tut mir sehr leid. Gut, dafür reicht es jetzt schon noch, um den hier zu überstimmen. Dafür reicht es schon noch so gerade. So, unsere Kosten nehmen jetzt auch immer mehr ab hier fürs Gefolge. Das ist auch sehr schön. Unser Aufgebot wird wieder schön aufgestockt. So, der Steuermodifikator bleibt. Die wütenden Bauern gehen auch überhaupt nicht mehr weg. Was ist das eigentlich für eine miese Geschichte hier, dieser Modifikator? Dass der so lange bleibt. Mein Kanzler, Raffaello, lecker, meint, es wäre zu Wohl des Reiches, wenn ich Fremdsprachen spreche. Naja, warum nicht? Wir probieren es zumindest mal. Gibt uns auch nochmal einen Bildungspunkt. Sprachstudent. Ein großes Turnier. Nein, das werden wir sicher nicht machen. Wir sind natürlich wieder französisch. Wer hätte das gedacht? Gottes Willen, ey. Immer diese Franzosen überall. Ja, Almwächter. Das war eine kurze Regentschaft. Aber das ist halt bei militärischen Charakteren in einer Handelsrepublik immer ein Problem. Die sterben dann in einem Fingerschnips sofort weg. Da kann man wenig tun, außer sie von Kämpfen fernhalten. Aber das wäre bei dem Charakter auch völlig unbegründet gewesen, ihn einfach fernzuhalten, ne? Das wäre wirklich... Ja, bei Stolz sind wir, glaube ich, gelandet, ne? Genau. Für Kindheitsfokus. 1092. Wir nähern uns dem 12. Jahrhundert, liebe Leute. Und auch wenn die Venedig-Republik, die Handelsrepublik des Markus Löwen hier ordentlich gewachsen ist, so haben wir immer noch Probleme, uns hier wirklich langfristig aufzustellen. Wir müssen mal gerade gucken. Nur noch 32 lebende Mitglieder. Also es ist alles andere als sicher hier aktuell. Ja, Eduardo war verstorben. Auch da kein Nachwuchs. Ademar hat immerhin. Agathe ist jetzt aber auch schon viel zu alt. Also kriegt auch keinen Nachwuchs mehr. Sieht alles gar nicht so gut aus, was die Familie angeht. Aber damit müssen wir wohl jetzt leben. So, beschwert sich aus dem Kerker. Verrotte einfach und tschüss. Da werde ich gar nichts machen. Du bist ein Konkurrent, du wirst da immer bleiben. Das ist leider so. So, Moment. Die Maus hat sich gerade irgendwo gestoßen. Tradition für Germano ist der Kindheitsfokus. Dschihad um Syrien, das interessiert uns alles irgendwie wenig. Immerhin. So, Gerüchten zufolge ließ sich euer Bruder Jocelyn durch den Vormund beeinflussen. Er ist jetzt italienisch. Ach, wie schön. Immerhin einer, der hier Italien noch hochhält. Wahrscheinlich stirbt er jetzt nach 3 Jahren oder so. Damit er auch ja nicht irgendwelche italienischen Nachkommen zeugt. Irgendwie ist das Let's Play an der Stelle hier ein bisschen verflucht, was die Kulturen angeht. Alle werden sie französisch, deutsch oder sonst irgendwas. Hm. Oh, ich könnte versuchen, mich zu vervollkommnen, oder ich könnte zufrieden sein mit dem, was ich bin. Nö, ich glaube, warum sollten wir zufrieden sein? Wir werden ehrgeizig, natürlich. Wir sind jung, dynamisch, Studium der Theologie. Wir wollen einen Erben heranziehen. Wir haben so viel zu tun. Natürlich sind wir ehrgeizig. Das ist doch keine Frage. Auf jeden Fall sind wir ein ehrgeiziger, gerissener Charakter irgendwo. So, Eduard de Brictone ist als der gerechte bekannt. Hm. Ich soll anscheinend die Verlobung mit Margot hier vollziehen. Mit Despot Daniel. Na gut, die ist jetzt 26. Ein bisschen Zeit haben sie ja noch zusammen, Kinder zu zeugen. Das ist ja für die, denke ich mal... Vielleicht ist es ja auch irgendwann mal eine Liebesheirat. Wer weiß das schon. Aktuell sieht es nicht danach aus, aber das kann ja alles noch kommen. So, nächste Pest ist unterwegs hier. Ja, Lagerfieber. Warum auch nicht? So. Ja, mit Baron Mario. Ich meine, das ist halt so, wie es ist, ne? Also irgendwie... So, Verlobte können heiraten. Doppelt quasi. Raul Cagnano, unser Nachfolger mit Sophie. Auf jeden Fall mit der lüsternen Frau heiratet er jetzt.
So, und während des Studiums seid ihr für jede Ablenkung dankbar. Selbst alltägliche Aufgaben scheinen verlockender, als den ganzen Abend über euren Büchern zu brüten. Wie soll man sich konzentrieren, wenn alles andere so viel anziehender erscheint? Ja. Wir werden entweder fleißig oder gestresst. Oder vielleicht auch faul. Ich denke, wir sind ehrgeizig. Wenn ich nur ein paar Sätze lerne, der Aufwand lohnt sich. Und wir sind sogar fleißig. Uiuiui. Jetzt kriegen wir richtig viele Trades hier zu Beginn. Das ist doch schön. Der fleißig Trader ist auch immer gerne gesehen. Wobei ich natürlich jetzt rollenspielerisch sage, dass ich jetzt nicht aktiv darauf hinsteuern würde oder so. Aber Adalberto kann eingesperrt werden. Oh Gott, der ist auch so gut wie tot hier. Bettlägerig, gestresst, wahnsinnig und hat Lys. Auf Wiedersehen, war schön mit dir. Was hat er denn hier nochmal gemacht? Raoul töten? Nee, dann kerkern wir ein. Das war's jetzt. Dann müssen wir halt einen neuen finden. Also das gehe ich jetzt auch nicht ein. Ich weiß zwar nicht, wie der... Ja, du sollst verrotten. Auf Wiedersehen. So, Raoul haben wir jetzt als unseren Nachfolger, als Organisator. Der ist auch recht fähig. Das ist ganz okay. Okay. Und er ist nicht mehr Marshall. Er wird jetzt bestimmt sofort sterben oder so. Ist er da gerade schon gestorben? Jo, er ist direkt gestorben. Auf Wiedersehen, war schön mit dir. Na gut. So, liebe Leute, das soll es für die heutige Folge erstmal gewesen sein. Unsere Finanzen erholen sich jetzt allmählich endgültig. Mein Gott, Krieg und alles Mögliche. Auch die wütenden Bauern sind noch nicht weg hier. Da müssen wir noch einiges tun in der Zukunft. Und es wird spannend, liebe Leute. Es bleibt spannend, es ist spannend. Und es wird immer spannend bleiben, habe ich das Gefühl. Mit der Handelsrepublik Venedig jetzt schon im Jahr 1092. Und dem Dogen Gauthier, der jetzt hier direkt Almwächter abgelöst hat. Also das war wirklich eine richtig tragische Geschichte, dass der hier schwer verletzt wurde in der einen Schlacht. Das ist immer ein Risiko, aber ich habe gedacht, bei einer persönlichen Fertigkeit von 4 müsste der eigentlich relativ gefeit sein vor sowas, aber anscheinend war dem nicht so oder wir haben einfach nur ganz schlechten Würfel abbekommen, wie das in solchen Spielen ja manchmal so ist. Also, wenn die Folge euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und kommentiert fleißig, wenn es euch, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Hinweise, ich irgendwas Schlimmes getan habe, was irgendwie ganz, ganz schrecklich ist in Crusader Kings 2 oder so. Ja, und ansonsten, wenn ihr noch nicht das folgende, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert bitte den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. So, ich habe mich jetzt genug Wund gequatscht, das soll erstmal für den Aufnahmemarathon genug sein. Ich bin euer Tastenhauer, bin raus und sage ciao, ciao.